Mund-Nase-Masken sind ja gerade recht angesagt. Leider sind die meisten Modelle recht unspektakulär. Und da ich jetzt schlecht nähen kann, habe ich mir halt eine Vorlage für eine Maske aus Karton oder Kunststoff gemacht. Zuerst schneiden wir mal den Umriss aus. So, bevor du jetzt weiter Arbeit reinsteckst, solltest du erst einmal prüfen, ob die Vorlage überhaupt für dein Gesicht passt. Dazu schneiden wir hier erst noch einen kleinen Schlitz in das Papier. Und dann werden wir alle Falten nachfalten, die jetzt in der Vorlage vorgezeichnet sind. Dazu benutze ich eine weiche Unterlage, in diesem Fall ein bisschen Gummi und ein Lineal. Das macht dich gut, wenn es ein Metalllineal ist. Und das ist ein Instrument, das findest du in deinem Reisenecessaire, das ist ein Fingerspatel. Ich benutze immer ganz gerne den runden, es gibt natürlich auch noch andere, aber der runde macht sich einfach am besten. Und damit drücken wir jetzt die Falten vorsichtig schon mal in das Papier. So, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil die nächsten beiden sind gebogene Linien. Also auch hier mit leichtem Druck die Falzlinie vorsichtig in das Papier drücken und das Ganze noch einmal machen. Die vorgedrückten Falzlinien werden jetzt vorsichtig freihand ausmodelliert. Dadurch entstehen zwei gewölbte Flächen rechts und links vom Falz. Das machen wir natürlich auf der zweiten Seite nochmal genauso. Wirklich vorsichtig, dass zwei gewölbte Flächen entstehen. Naja, und dann stricken wir das Ganze noch zusammen und dann wären wir auch schon fertig für den Test. Probiere die Vorlage jetzt in deinem Gesicht aus. Schau, dass sie gut anliegt und dass sie auch die richtige Länge hat. Und falls das nicht so ist, dann musst du den Prozentsatz beim Ausdrucken der Vorlage entsprechend anpassen. Die Vorlage passt dir jetzt. Jetzt kannst du sie entweder direkt auf ein starkes Stück Karton ausdrucken, so 200 bis 250 Gramm, oder wenn das dein Drucker nicht schafft, so wie der meinige, dann musst du noch ein bisschen Arbeit reinstecken, alle Löcher durchstanzen und aus dieser Vorlage eine Schablone machen. Mit dieser Schablone kannst du dann fast beliebig viele Masken herstellen. Ich habe hier einen alten Ordner, der ist recht unansehnlich, aber die Rückseite, die ist noch gut. Und es hat auch eine gewisse Steifigkeit. Von daher würde ich den jetzt einfach mal nehmen. Und daraus meine Maske bauen. Jetzt wird es wieder schwierig. Jetzt kommen die Bögen dran. Dazu nehmen wir unsere Vorlage.
und schneiden einen von den beiden Bögen ab. Könnte ich den dicken Stift nehmen, mache ich aber nicht. Ich will das nachher nicht sehen, also nehme ich mir einen Stift, den ich wieder wegradieren kann. So. Und das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Dann nehme ich wieder den Spatel. Und fahre die Linien ab. Und das Ganze natürlich nochmal. Bevor du jetzt den Nasenbügel einsteckst, solltest du die Maske noch einmal flachlegen und den Filter einkleben. Das geht nämlich so einfacher. Dazu nehmen wir uns unser Restpapier und schneiden die Schablone für den Filter aus. Den Filter selbst machen wir nun aus einer handelsüblichen Maske. Die Bändchen schneiden wir ab. Und mit der Schablone machen wir aus dem Vlies ein passendes Filterstück. Den Filter musst du noch richtig in die Maske einkleben, mit der Außenseite in die Maske hineinlegen. So ist das richtig und noch festmachen. Als letztes montieren wir die Bändchen an die Maske. Die können wir einfach von der alten Maske wiederverwenden. Das geht recht gut. So, und das ist jetzt das Ergebnis. Schöne Maske. Naja, und man kann sie natürlich auch noch anmalen. Zum Beispiel in diesem schönen Metalllook.